Hallöchen und willkommen zurück zur dritten Folge Der letzte Kreuzzug von und mit Indiana Jones. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Tage Zeit gehabt, um nachzudenken, und zuletzt wollten wir ja nach Venedig reisen. Aber mir kam da was. Und zwar in Henrys Haus hat Indy letztes Mal diesen Klebebandknubbel gefunden. Und ich dachte erst, damit wäre das Regal an der Wand festgeklebt gewesen, aber das ist ja eigentlich ziemlicher Blödsinn, habe ich mir gedacht, weil wer klebt schon ein Regal an der Wand fest? deswegen denke ich, das ist eigentlich ein Versteck gewesen, und in dem Klebeband vermute ich den Schlüssel für diese Truhe, in der bestimmt was ganz Tolles steckt. Jetzt ist es nur die Frage, wie kriegt man Indiana Jones dazu? Schalter aus statt auspacken? Nein. Wie kriegt man Indiana Jones dazu, das Klebeband um den Schlüssel herum wegzupulen? Naja, öffnen, ne? Wäre naheliegend. Aber er kriegt den Klump nicht auf, weil er zu klebrig ist. Deswegen habe ich mir einige Sachen überlegt. Und die erste Idee, die ich hatte, war, Klebeband in den Kühlschrank zu tun. Da wird es nämlich kalt und spröde und dann kann es abknubbeln. Na, das klappt nicht. Gut. Es gibt noch mehrere Optionen. Und zwar, ich habe gerade die Tasten getestet. Man kann tatsächlich mit der Tastatur mit Q, W, E, R, T, A, S, D, F diese einzelnen Dinger hier direkt auswählen, ohne hinklicken zu müssen. Da habe ich das Kielzug gerade nicht gefunden. Genau, öffne die Tür. Ha. Und da war doch letztes Mal so ein Wasserspender, so ein Wassertrinkteil. Ich meine, in welchem Computerspiel muss man denn schon Wasser trinken? Das ist relativ selten. Vielleicht ist es ja genau dafür da, dass man den Kleber abspülen kann. Er braucht etwas Härteres, um das sauber zu kriegen. Dann nimm doch die Tür, die ist ganz hart. Ich glaube, er meint etwas chemisch Härteres. Oder etwas Wärmeres? Hinten in diesem Kruschladen, in diesem Kruschlabor, ich nehme an, das ist ein Büro, gibt es auch noch einige Möglichkeiten, die mir eingefallen sind. Und zwar, benutze Klebeband, ich fange Uhrzeigersinn an, mit der Heizung. Um das Klebeband oder den Kleber aufzuweichen. Das klappt natürlich nicht, weil das Fenster offen ist und deswegen ist der Boiler nicht warm genug. Haha. Und jetzt? Nein, Klebeband mit Heißwasserboiler. Okay, doch nicht. Dann war da dieser komische Klumpen, der da irgendwas raustrieft. Vielleicht löst das ja das Klebeband auf. Nein, tut es nicht. Und dann wäre die letzte Option diese komischen Gläser da mit irgendwelchen Chemikalien. Haha, und das funktioniert. Das ist ja absurd. Da war ein Schlüssel drin. Genau. Er wollte letztes Mal die Dinger ja nicht mitnehmen, weil so gefährlich. Aber den Schlüssel rauspulen kriegt er irgendwie dann doch hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Herr nicht ganz... wie sagt man? Keine Ahnung. Ach nee, hier unten. Konsequent. Genau. Genau. Benutze Truhe mit kleiner... Ja, genau. Benutze Truhe mit kleiner Schlüssel. Sehr gut. Haha! Was ist denn da drin? Schau doch mal nach. Altes Buch. Das ich als kleiner Junge gemacht habe. Es sollte so aussehen wie das meines Vaters. Aha. Das nehmen wir nochmal mit. Ist da noch irgendwas drin? Nö. Na dann schließ die Truhe wieder. Nicht, dass hier alles so komisch aussieht. Und die Tischdecke... Nein, okay. Aufräumen will er immer noch nicht. Ja, super. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wofür wir das Bild jetzt noch brauchen. Oder die Bücher. Wobei, das Kral-Tagebuch schon klar, aber das alte Buch. Keine Ahnung, aber... das geht auch von hier aus. Von daher würde ich jetzt gerade noch mal kurz speichern. Wer weiß, was in Venedig passiert. Dann müssen wir den Kram hier nicht wiederholen. Achso, save. Folge
Ach, ich überspeichere das einfach. Was? Nein. Save. Ich überspeichere einfach den letzten Speicherstand. Das passt schon. Wir sind ja noch in Folge 3. So, weiter geht's. Und wir reisen nach Jerusalem. Nein, Venedig. Es lädt. Dunkelheit. Venedig, sehr schön. Er spricht mit... Wer ist das? Ist das der Reiche oder ist das Markus? Ich glaube, das ist der reiche Schnösel. Oh, oh, oh. Und meine Mutterohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was sie wollen. Es ist doch Markus. Dr. Elsa Schneider. Wir arbeiten gerade in der Bücherei, als es passierte. Und dann ist er verschwunden. Ja, der alte Mann will eine Gondelfahrt machen und lässt Indiana Jones alleine mit der Blondine. Ob das wohl so eine gute Idee war? Ach, da ist ja schon die Bücherei. Naja, da kommt bestimmt gleich sein Vater und passt auf, dass da nichts passiert. Sieht hier wie eine Kirche aus? Ja. Ah, während der Kreuzzüge war das eine Kirche. Ah, dann kann da natürlich jemand verbuddelt sein, vergraben sein. War ja durchaus nicht unüblich, wichtige Personen in Kirchen zu bestatten. Und so ein Ritter im Kreuzzug ist bestimmt eine wichtige Person. Ja, bitte hör mal auf damit. Hallo, aufhören. Hier muss der Stapel doch durch sein, der wird einfach nicht kleiner. Und das Regal ist dafür auch nicht voller. Ein Moonwalk-Beamter. Die Peitsche! Ja! Und bevor ich ihn peitsche, erstmal... wo ist Reden? Da ist... Man kann mit dem Mann nicht reden. Na dann, Peitsche! Nein, nicht Regale. Mit dem Mann. Das sind noch nicht Regale. Was haben wir denn hier? Ach so, das geht durch auf die Regale da hinten. Okay. Da sind Plakette. Ich schau erstmal, was es hier alles gibt. Den Ausgang, klar. Noch mehr Regale, nochmal Plakette. Was ist da hinten? Keine Ahnung. Plakette. Okay. Kann man da ein Stück vom Ausgang noch weggehen? Nein. Dann schauen wir uns doch mal die Plaketten an. Was steht denn da? In Italienisch. Das sind recht sentimentale Bücher. Trotzdem bewegen sie mich. Von Galileo Galilei. Gestiftet von Giorgio Lucasi. Ein italienisches Sprichwort. Eine Bücherei ohne Regale ist nur ein unordentlicher Stapel Bücher. Heißt das, aus jedem Stapel Bücher wird eine Bücherei, wenn man Regale drumherum baut? Interessant, die Italiener. Alighieri. Das klingt arabisch. Graf Spielberg von Amelin. Okay. Hä? Die Plakette gibt's nicht? Doch. Ja, schau. Er will nicht. Geh mal da zu den Regalen. Uiuiui, ganz viele Bücher. Da ist keins. Achso, das ist das Regal. Da steht bestimmt irgendwo Schalter statt Bücher.
Ja, so ein nächster Raum. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt alles durchsuchen muss. Ich tue es einfach mal. Vielleicht steht. Moment. Hier wird das nicht unterbrochen. Da schon. Was ist das denn? Das ist der vorherige Raum. Achso, nee, hier ist auch wieder unterbrochen. Ist das wohl dieses senkrechte Brett? Wahrscheinlich ist das gerade voll unnötig, was ich hier mache, aber es ist einfach so klischeehaft, dass irgendein Buch dann einen Hebel darstellt, um irgendeinen Raum zu öffnen. Andererseits steht das Regal ja auch mitten im Raum, wahrscheinlich ist das hier sowieso nicht das Richtige. Geschichten von der Bundeslade und andere unglaubliche Märchen. Also wirklich. Und das da? Ach so. Die Bücher sind ein Ganzes, sozusagen. Oh! Dad hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Hier sind sie. Du hast sie gefunden. Das kannst du stolz sein. Du hast das Werk deines Vaters vollendet. Die Plakette. Ja, schau sie an. Erdkundeabteilung. Ist gut abgerundet. Christopher Columbus. Dann König Marco und Giuseppe Palmieri. Da, gerade drin. Wir müssen da reingehen. Das Parallelregal dazu. Oho, da ist weniger. Was ist denn da unten? Bücher. Ich sehe es schon kommen. Ich durchsuche alle Regale außer einem, dann wird es mir zu blöd. Und ausgerechnet bei dem, wo es dann nötig wäre. Mache ich es dann nicht und dann dauert das Spiel ewig. Ja, aber hier gibt es nichts. Ah, Moment, Blödsinn. Was sind das denn für Bücher? Hier. Was können die denn? Immer noch. Na dann peitsche sie auch. Nein, das ist meine. Benutze die Peitsche mit den Büchern. Haha. Dafür trage ich keine Peitsche. Wofür denn dann? Wo ist die heiße Blondine hin? Eine antike Inschrift. 354. 925. 3, 5, 4, 9, 2, 5. Okay. 3. Geh jetzt zu Platte. Okay. Dann zu Platte 5. Dann zu Platte 4. Irgendwie. Und jetzt benutze die Inschrift. Ich dachte, wenn man die Platten vielleicht in der richtigen Reihenfolge betritt, dann öffnet das irgendwas. Gibt es da hinten irgendwas? Da stand was von 925. Dann machen wir doch das mal. 9. 2. 5. Nein, das war die 8. Nochmal von vorne. 9. 2. 5. Ja, und jetzt? Vielleicht doch am Stück. Drei, fünf, vier, neun, zwei, fünf. Na gut, alles mal am Stück. Drei, fünf, vier, neun, zwei, fünf. Nö, da passiert nichts. Schade. Nichts Besonderes. Die Plakette, was sagt die denn? Wunderbare Frau, aber die ganzen Säulen hier stören mich. Da hat wohl jemand die Säulen interpretiert. Magellan. Boah. Rundherum. Hat er nicht die Welt bereist? Marco Polo. Oh Gott, wo ist denn der Alte? Der Vater. Einfach mal schauen, was es hier noch so gibt. Ja, mal ganz rechts durch. Was ist nächster Raum? Ach nee, antwortet ja gar nichts. Was ist einfach nur dafür da, um zu sehen, was es hier so alles gibt in dem Bildschirm? Kennt ihr die Inschrift hier? Nein. Die sind angedeutet. Das überlappt sich wahrscheinlich so ein bisschen, dass man da erkennen kann, dass das so alles zusammenhängt. Na, die übliche Lücke.
gibt's denn links andere Bücher als rechts? Alles über Schlangen? Ich hasse Schlangen. Ja, ich glaube, ich weiß warum. Also hier war nichts. Dann in den Parallelgang nochmal. Na, da rein. Und wie sieht es denn hier aus? Bücher, Bücher, Bücher. Kein Geheimhebel. Kein Geheimhebel. Kein Geheimhebel. Hm. Was ist denn eine Lampe? Ist denn ein Geheimhebel? Ne. Na gut, weiter zum nächsten Raum. Oh, noch mehr von den Dingern. Warum eine Ente? Warum nicht? Quack. Sie sollten besser die Bücher und nicht die Plaketten lesen. Das ist eine sehr weise Aussage. Lausige Zimmer... Tja, hättest du mal eine schöne gemalt, eine schöne Zimmerdecke, dann wäre die toll.